Harry sagt Hallo und guten Tag zur Realität. Heute am 23. November 2022, 7 Uhr und 42 Minuten. Ja, wir haben wieder das dicke Wolkenband davor. Kurz war die Sonne zu sehen. 19 Grad im Moment. Gleich die Wetterdaten. Erstmal möchte ich mich bedanken, auch für die Gäste wieder, die gestern am Leuchtturm waren. Man ist nett unterhalten. Macht einfach Spaß, auch mal ein bisschen so zwischenmenschlich was zu erfahren. Und wieder, ja, wieder gemerkt, dass viele Eltern oder viele Kinder doch für ihre Eltern sehr gut sorgen und ja, auch mit ihnen viel erlebt haben, gemeinsames auf Gran Canaria. Schön zu erfahren. Leuchtturm Faro, Freitag, 16 Uhr ist wieder unser normaler Tag, Treffpunkt. Wer mit dabei sein möchte, mit und ohne Kamera, kann das ganz gerne machen. So, jetzt geht es erstmal hier zum Wasser. Und wir schauen uns mal an. Ja, Niedrigwasser. Hochwasser ist um 12.33 Uhr. Wir haben ansteigendes Wasser. Guten Morgen. Gruß. So, und gerade ein nettes Gespräch gehabt aus Stralsund. Ja. Hallo und guten Tag. Guten Morgen. Mit wem spreche ich? Mit Annette. Annette und? Mit Thorsten. Thorsten, ja. Und ihr sollt mich grüßen vom Rainer. Das habt ihr gemacht. Ja. Hallo Rainer, vielen Dank. Ich habe auch dein Foto gesehen auf dem Motorrad. Ja, dann wir sehen uns freitags. Richtig, wir sehen uns Freitag. Okay, dann macht's gut. Schönen Tag. Tschüss. Ja, schöne Eindrücke auch hier jetzt heute Morgen mit den Wolken. Das sieht halt doch, gerade hat man noch so einen Segler davor. Ja, das ist schön. Der Tag beginnt am besten hier am Strand. Für kurze Zeit wird sich die Sonne jetzt hier verabschieden, aber die kommt wieder, keine Frage. Wir waren bei den Wetterdaten. 18.45 Uhr ist Hochwasser, 7.29 Uhr war der Sonnenaufgang, 18.06 Uhr ist der Untergang und wir haben die Temperaturen von 20 bis 26 Grad vorhergesagt bekommen. So, und das Schöne jetzt sieht man hier in den Bergen die Sonne, obwohl wir hier jetzt im Moment nichts sehen. Und das muss man doch auch zeigen hier mit dem Zoom. Ja, hier direkt neben dem Palm Beach. Richtig klar erkennbar Monteleone. Schön, schönes Bild. Jetzt noch mal hier die Abrisskante.
Und dahinter Monte Leon. In der Sonne, das ist ja auch mal doch schon ein bisschen ungewöhnlich. Schaut euch an, wie schön man die Berge erkennen kann. Den Roque Nublo. Ja, das ist ein schönes Foto hier. Ja, ihr seht die Abrisskante wieder so etwa 80 bis 90 cm hoch. Immer wieder kommt die Frage, andere Ziele zu berichten. Wir haben fast alles schon gesendet. Das bedeutet, ihr müsst auf dem Kanal, wenn ihr die sehen wollt, die Lupe da oben ein Wort eingeben. Zum Beispiel Berge, Inseltour, Santa Lucia, Las Palmas, Roque Nublo, Fataga. Und wenn ihr das macht, dann erscheinen mit dem Stichwort diese Videos, die dieses Stichwort mit enthalten. Zu vermieten, zu verkaufen. So, für mich jetzt erstmal diese Richtung ein bisschen schneller, denn ich will ja die Punta auch aufnehmen. Ja, jetzt kommt die Sonne gerade wieder ein bisschen zum Vorschein. Und schon gibt es die schönen Spiegelungen hier. Ach, ist das schön. Ja, weil es gerade hier auffällig ist, hier haben wir eine richtig hohe Abrisskante mit vielen Steinen davor. Das heißt, die Steine, die sind durch das abtreibende Wasser alle nach unten gefallen und dann als kleine Wand da liegen geblieben. Schaut euch jetzt dieses Licht an hier. Ja, und in einem Monat ist Weihnachten. Ist das nicht schön? Schau, hier ist es richtig dunkel. Ja, und ich bin noch nicht an der Punta, aber jetzt muss ich die Chance nutzen. Ja, hier sind viele Steine, die dann eben durchs ablaufende Wasser mit zurückgekommen sind, aber hier vorne kann man gut laufen. Ja, aber doch ein paar Untiefen dabei, also es ist nicht ganz flach. Hier vorne ist es flacher. Ich stehe jetzt manchmal schon bis zu den Knien im Wasser, aber jetzt hier wieder ganz normal. Tja. Ja, ich habe sie, meine Kappe. Ich habe ja die Taschen machen lassen und da. Habe ich dann
die Empfehlung, wir kommen aus dem gleichen Material, könnte man eine Kappe machen. Ich habe mir die Muster bestellt und habe ich sie gestern bekommen zum Verstellen, abgesetzt farblich. Vorne auch der Rand in dunkelblau. Gran Canaria, das Wappen und der Harry mit dabei. Und schön leicht. Also schaue ich mal, ob jemand Interesse hat. So, jetzt bin ich hier an meinem Lieblingspunkt, einen meiner Lieblingspunkte, noch nicht ganz, ich gehe mal ein bisschen weiter. So, hier immer am zweiten, dritten Schild, da mache ich dann meistens kehrt, der Blick hier in die Berge nach wie vor schön klar, wunderbar zu sehen. Ja, der Blick hier rüber nach San Agustin, da berichtet uns ja die Helen immer die Wetterdaten, die wohnt da drüben, hier die Richtung ungefähr. Hier geht's Richtung San Agustin, Playa de Ingles vorher und dann El Verril, das letzte dann ist Bahia Feliz. Ja, das dunkle Wolkenband, das große, das zieht weiter übers Meer. Und ich laufe hier noch ein bisschen Richtung Playa de Ingles. Ja, und hier ist sie wieder, die berühmte Plastiktüte. Und deswegen mein Beitrag. Auch keine mitnehmen, denn man packt oft nur unabsichtlich, ich weiß es selber aus Erfahrung, ein Wasser ein oder irgendwas. Und dann packt man die Tasche aus und die Tüte mit dem, die leere Tüte fliegt davon. Also wieder hier ein schönes Beispiel, was nicht sein muss. Und ich schleppe jetzt die wieder bis zum nächsten Müllcontainer mit. Ich werde jetzt alle mal aufnehmen, die mit Plastiktüten an den Strand gehen. Aber jetzt ist ja immer viel oder nicht viel los früh am Morgen, das ist klar. So, jetzt mache ich auch wieder kehrt. Ja, immer wenn ich dann hier bin, frage ich mich, warum ich nicht einfach weitergehe, wie jetzt gerade. Aber man macht sich selber immer Termine, dies und jenes und das. Das ist wieder, da fällt mir wieder der Spruch ein, den man im Leben oder den ich mir oft selber gesagt habe.
im Leben was zu erreichen, das ist nicht das größte Problem. Das schaffen viele. Aber das Erreichte zu genießen, das schaffen die wenigsten. Und dann gibt es noch so einen schönen Spruch. Ein ganz nettes Beispiel, ich habe es schon mal erwähnt. Wenn die Kinder Geburtstag haben, dann schenkt, also andersrum. Wenn die Kinder Geburtstag feiern, dann schenkt der Vater, der Mutter von den Kindern immer einen Blumenstrauß. Und das hat ja wohl auch eine ganz eindeutige Bedeutung. Denn ohne sie wäre der Geburtstag nicht. Und dann noch so ein Satz, jetzt bringe ich den auch noch. Wir schulden unseren Kindern nichts, aber unseren Eltern alles. Und daran sollten wir mal vielleicht ein bisschen häufiger denken. So, Schluss mit der Gefühlsduselei, jetzt geht's wieder zurück. Aber wenn man so läuft, dann hat man immer viel Zeit auch zum Nachdenken. Jetzt wird es langsam ein bisschen wärmer, die Sonne wärmt jetzt schon. Das geht ja ganz schnell, wenn ich zurückgehe, manchmal dann 24 Grad schon, zwischen 22 und 24, wenn ich auf dem Rückweg bin. So, die Ausbeute an Müll wurde noch mehr. Es war eine Visitenkarte noch dabei vom Café del Mar da vorne und noch zwei kleine Kunststofftütchen. Ja, was soll man dazu sagen? Ja, es gibt ja neue Verordnungen für den Strand. Ich habe es gestern kurz erwähnt in den kleinen Nachrichten. Texten, Schlagzeilen, die ich dazu gebe. Ja, noch was, ganz wichtig. In die Titelzeile kriege ich nur begrenzt einen Text. Alles weitere, was wichtig ist, steht in der Beschreibung. Ihr müsst dann unter dem Bild auf Beschreibung gehen, mehr anzeigen. Und wenn ihr da drauf klickt, dann habt ihr die gesamte Beschreibung. Und da stehen dann immer auch ein paar Nachrichten drin von Gran Canaria bzw. Spanien. So gibt es jetzt auch eine Entsalzungsanlage, die ohne Strom auskommt. Die wird getestet auf Gran Canaria und viele Neuigkeiten dann dazu. Also auch auf die Beschreibung gehen. Dann, der René hat gefragt, wie groß ist der Kalender? DIN A4. Dann, ob der auch geschützt verschickt wird? Ja, der wird in Pappe beidseitig verschickt, dass er nicht geknickt werden kann. Und also es hat noch keiner sich beschwert, es ist noch nichts passiert. Also René, du kannst ganz beruhigt bestellen. Ja, es ist eine limitierte Auflage. Es gibt nur so und so viel Stück davon und dann ist Schluss. Und für diejenigen, die, ich habe die reserviert für Januar, Februar, die dann kommen, hier kann ich das sehr einfach variieren. Und ja, wer möchte, kann den Kalender bekommen per Post vom Versandservice Krämer. Der macht es sehr, sehr gut. Und auch hier am Leuchtturm bzw. in der Sita bei Organic Food und im Restaurant Toro 2 im Campo International am Einkaufszentrum Faro 2. Da gibt es noch ein anderes Lokal, ich glaube im Jumbo-Zentrum da nicht. Immer wieder die Fragen, wo man den bekommen kann, das wisst ihr. Und am Ende gibt es ein Video, manchmal vom Kalender, die letzten paar Sekunden. Und dann ist da auch der Standort, wo man ihn bekommt. Die Fragen tauchen eben immer wieder in den Kommentaren auf. Es gibt ja auch viele neue, das darf man nicht vergessen. Immer wieder hört man das, sieht man das, man erkennt es an den Namen. Und die wissen nicht Bescheid und stellen dann diese Fragen. Ich kann ja die Kommentare auch von zurückliegenden Videos sehen. So, schaut euch an, wie schön das hier ist. Das dicke Wolkenband ist
jetzt hier verschwunden. Nicht ganz, nein, aber es ist jetzt hier weit über dem Atlantik. Ist das nicht ein traumhaftes Bild? Ja, eigentlich zu verführerisch, um nicht ins Wasser zu gehen. Gesagt, getan. Ja, ich lege meine Sachen immer hier hin, da habe ich keine Angst. Obwohl man vermehrt gehört hat, dass Diebe, Taschendiebe unterwegs sind am Strand. Also wohl aufpassen, immer irgendwie den Rucksack, wenn man auch liegt, unterm Kopf haben, beziehungsweise die Schlaufe im Arm, am Fuß. Denn, ja, es ist vorgekommen, ich habe es gehört. Ja, ich nehme euch ganz einfach mit, meine Devise, nicht reden, einfach machen. So, meine Sachen liegen hier. Und mir ist noch nie was passiert. Allerdings soll man das auch nicht verschreien, wie man so schön sagt. So, ich warte jetzt mal hier. Ich nehme euch mit ins Wasser. Harry geht schwimmen und ihr seid mit dabei. Das passt, weil wir keine hohen Wellen haben. Die Kamera ist nicht wasserdicht, also muss ich schon ein bisschen aufpassen. So, und den beiden da im Wasser, denen ist auch nicht kalt. Ja, das ist schön, und wenn man die Gelegenheit hat. Dann soll man das auch hier mal nutzen. So, jetzt machen wir hier die Spiegelung im Wasser. Ja, das sieht jetzt richtig gerade gut aus. Die beiden davor oder in der Spiegelung drin. Und hier haben wir auch wieder einen Schwimmer, der ein bisschen weiter draußen krault. So, und da vorne noch ein Boot und der Fahrer, und dann haben wir es auch wieder für heute. Ich verabschiede mich jetzt hiermit und sage, macht's gut, bis später, hasta luego zur Realität. Mal schauen, wo es heute hingeht. Kann ich noch nicht genau sagen. Auf jeden Fall bis später.